Moritz war als kleines Kind sehr neugierig, abenteuerlustig, eins mit sich und der Welt. Interessierte sich an allem, was um ihn herum passierte und erforschte die Natur mit all seinen Sinnen. Aber irgendwann veränderte er sich. Ich werde oft gefragt, ob das, was in den Schulen passiert, ob das richtig ist. Und meine Antwort heißt ja. Das, was in diesen Schulen heutzutage passiert, ist völlig richtig, weil es genau dem dient, wofür Schule immer und überall auf dieser Welt gemacht worden ist. Schulen dienen der Stabilisierung des jeweiligen gesellschaftlichen Systems, aber doch nicht der Entfaltung der Fähigkeiten und Fertigkeiten und der in Kindern angelegten Potenziale. Die Schulen zu Kaiserszeiten, die waren in erster Linie dazu da, dass der Kaiser und die Monarchie an der Macht bleibt. Und die Schulen in den 20er Jahren, damit man dann auch genügend Soldaten hat. Und deshalb heißt die entscheidende Frage heute in unserer heutigen Konsumgesellschaft, was wir denn dafür Heranwachsende brauchen, damit diese Konsumgesellschaft stabil bleibt. Und die Antwort heißt, da braucht man möglichst viele, denen es nicht so gut geht. Die sich nicht gesehen fühlen. Die all diese Hoffnungen und Wünsche, mit denen sie vielleicht als kleine Kinder mal losgegangen sind, inzwischen längst aufgegeben haben. Also im Grunde genommen, die an so vielen ungestillten Bedürfnissen leiden, dass sie willfährig benutzt werden können, um ihnen alle möglichen Ersatzbefriedigungen anzubieten. Da-da-da, da-da-da, mm-hmm.